1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben wieder eine freie Themennacht heute. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, dann macht das nur zu ans Telefon 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht heißt Sabrina und sie ist 19 Jahre alt. Hallo Sabrina. Ja, hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ich bin in der 5. Woche schwanger. Ja. Und ja, da gibt's halt so ein paar kleine Probleme mit meinem Freund und aber auch mit mir selber. Mhm. Fangen wir mit dem Freund mal an. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ja, ich bin jetzt 1,5 Jahre mit ihm zusammen. Ja. War das jetzt geplant? Nee, überhaupt nicht. Nee. Warum habt ihr nicht ordentlich verhütet? Ich hatte kein Geld für die Pille. Mhm. Aber es gibt ja auch noch andere Verhütungsmittel. Ja. Ja, ich hab das am Kalender abgezählt, aber. Eine nicht gerade sehr sichere Methode. Nee. Ja. 1,5 Jahre zusammen. Wie hat er darauf reagiert, dass du jetzt schwanger bist? Also er hatte zu mir gesagt, schon vorher irgendwie, ich sollte mir meinen Schwangerschaftstest holen. Mhm. Ja, das habe ich dann jetzt am Freitag gemacht. Letzte Woche und ja. Ich hatte mir aber nur so einen billigen geholt für 3,95 oder so. Aha, ja. Und der war dann halt positiv. Da war so ein schwacher rosaner Strich, also 2. Und ich hatte halt gedacht, dass das vielleicht falsch sein könnte, weil das halt nur billig war. Billiger so. War. Mhm. Ja, und aber er war nicht falsch. Nee. Wie hat der Freund reagiert, als nur klar war, dass du wirklich schwanger bist? Ja, wir haben uns unterhalten und ja, ich habe geweint, er war traurig und jetzt am Montag war ich ja auch beim Frauenarzt und ja, der hat das dann nochmal bestätigt. Mhm. Wir hatten aber vorher schon darüber geredet, dass wir jetzt noch keine Kinder haben wollen. Mhm. Wie ist denn eure Beziehung? Ist die eigentlich in Ordnung oder kriselt's da auch? Die ist super. Die ist super. Mhm. Also ist klar, in jeder Beziehung streitet man sich mal, das ist normal, aber sonst. Aber du sagst gerade, du hast geweint, er ist traurig, weil ihr jetzt in dieser Situation kein Kind haben wollt, noch nicht haben wollt. Wir wollen und können nicht, also. Können? Warum? Finanziell ist das nicht möglich. Ja, was machst du vom Beruf im Moment? Ich mach gar nichts, ich gehe noch zur Schule, also. Ja. Ich versuche meinen Abschluss nachzumachen, CNB, und er macht das jetzt auch, also er ist jetzt 23. Mhm. Und ich denke mal, er hat auch ziemlich viel mitgemacht, ich habe viel mitgemacht und wir wollen unser Leben erst in den Griff kriegen. Aber es ist schon schwer, diese Entscheidung zu treffen zwischen Leben und Tod, ne? Natürlich. Du hast gerade gesagt, es gibt auch Probleme mit meinem Freund, du hast ihm jetzt geschildert. Und auch Probleme mit mir. Meintest du das, was du gerade letztendlich auch erzählt hast, dass du auch in einer Situation bist, wo du dich eigentlich noch nicht bereit fühlst, ein Kind haben zu wollen, wenn wir es mal so ausdrücken wollen? Oder gibt es da noch etwas anderes? Ich meine, der Wunsch, der war schon mit 14 da, dass ich ein Kind haben wollte. Mhm. Das hat sich aber dann irgendwann mit der Zeit geändert, weil man wird erwachsener, man fängt an, darüber nachzudenken und es hat halt auch noch andere Gründe. Ich selber muss erstmal mit mir irgendwo klarkommen, weil ich halt eine wilde Vergangenheit hatte. Und sagst du mir mal Stichwort zu der wilden Vergangenheit? Ich habe im Heim gewohnt. Mhm. Ich kam mit meinen Eltern vorher nicht gut klar, also mit meinem Stiefvater, mit meiner Mutter und so. Ja. Wo wohnst du jetzt? Alleine oder? Ja, ich habe meine eigene Wohnung und mein Freund wohnt direkt um die Ecke. Gab es auch irgendwie in der Vergangenheit Probleme mit Drogen, Kriminalität? Ja. Nein, Kriminalität nicht, aber Drogen. Mit Drogen, ja. Welche Drogen? Das Ecstasy. Mhm. Also bist du jetzt eigentlich so in der Phase, wo du dich erstmal so ein bisschen stabilisieren möchtest? Wo du sagst, ich will jetzt erstmal für mich so zu Potte kommen und für mich ein bisschen was aufbauen und kann das alles eigentlich gar nicht verkraften, jetzt eine Familie zu haben und ein Kind, Verantwortung für ein Kind zu tragen und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, so teilweise, weil irgendwo will ich es ja auch haben. Das habe ich ihm auch gesagt, also meinem Freund. Aber es war ja auch schon von vornherein klar, bevor wir überhaupt an nach Schwangerschaft dachten, dass wenn ich jetzt mit meinem Alter schwanger werde, dass er dann halt nicht bei mir bleibt, weil er selber könnte das nicht. Ah, Moment. Mit seinem Gewissen. Ah, Moment. Das ist ja jetzt was ganz Neues. Das heißt, wenn du dich jetzt für das Kind entscheiden würdest, dann geht dein Freund? Ja. Echt? Das hat er so gesagt? Ja, also, ja. Warum? Weil er das nicht kann. Er kann das mit seinem Gewissen irgendwo nicht ins Reine bringen. Aber was heißt das? Er kann mit seinem Gewissen nicht ins Reine bringen, dass er ein Kind hat? Ja, er hat selber halt auch noch viele Probleme. Er hat keine finanziellen Grundlagen. Er muss auch mit sich selber irgendwo klarkommen. Kann ich alles verstehen. Aber so ein Satz provoziert mich schon, muss ich sagen. Er kann das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, ein Kind zu haben. Er kann aber es mit seinem Gewissen vereinbaren, mit dir zu schlafen und Sex zu haben, ne? Ja, klar. Das kann er. Ohne darüber nachzudenken, was für Folgen das vielleicht haben könnte. Ich meine, es war irgendwo viel mehr meine Schuld, weil ich hätte da echt besser aufpassen müssen. Gut, aber er wusste, dass du die Pille nicht nimmst, ne? Ja. Gut, dann ist es seine Schuld genauso mit und ihr habt beide die Verantwortung zu tragen. Also da würde ich jetzt nicht das so nur auf an deiner Stelle nur auf deine Schultern nehmen. Ich finde das so hart. Du sagst, die Beziehung ist gut, ihr habt euch lieb. Mhm. So, und dann sagt der Typ, ich verlasse dich, wenn du das Kind kriegst. Finde ich schockierend. Das war aber schon von vornherein klar. Also bevor, das macht war schon am Anfang unserer Beziehung so. Da hat er gesagt, wenn du irgendwann schwanger sein würdest, bin ich weg. Ja, also wir haben gesagt, dass wenn wir Kinder kriegen, dass wir halt einen Job haben, eine Ausbildung hinter uns haben, unser Leben irgendwo gelebt haben. Und finde ich auch eine gute Einstellung, muss ich dir ehrlich sagen. Wenn man sich das aussuchen kann, würde ich auch nie sagen, komm, in deinem Alter schon ein Kind, und in deiner Situation würde ich auch sagen, niemals. Aber man kann sich das ja nun immer nicht so aussuchen. Dein Fall ist jetzt das beste Beispiel. Deswegen bin ich so ein bisschen, muss ich dir sagen, Sabrina, erschüttert, dass dein Freund, jetzt habt ihr es beide, ihr habt es beide zu verantworten, ihr habt es beide getan. Ihr habt beide in der Kiste gelegen, habt Sex miteinander gehabt und jetzt bist du schwanger. Und dann sagt der, dann gehe ich? Was ist denn das für ein... Ich meine, er will mich damit auch nicht unter Druck setzen. Er hat gesagt, du musst das selber wissen. Okay, aber ich find's traurig irgendwo. Ja. Ich find's traurig. Eigentlich müsste die Situation jetzt so sein, egal was passiert, wir beide stehen zusammen. So müsste jetzt die Ansage sein. Nehmen wir mal an, dein Freund würde sagen, okay Sabrina, ich bleibe bei dir, ich unterstütze dich, soweit es irgend möglich ist. Würdest du dich dann für das Kind entscheiden? Das weiß ich ja eben nicht. Das hat er mich auch gefragt. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt, ich weiß es nicht, weil es sind einfach irgendwo zu viele Dinge, worüber man nachdenken ja, möchte. Verstehe. Also, ich möchte, darf und will hier auch keine Schwangerschaftsberatung machen. Ist dir klar, ne? Ja, klar. Ich nehme deine Argumente sehr ernst. Die darf man auch nicht so vom Tisch wischen. Bei mir ist das Problem, ich war ja auch bei Pro Familia und so. Und warst du schon? Ja, die hat mich über diesen Abbruch aufgeklärt und ja, ich werde das sehr wahrscheinlich machen. Die hat mir über diese Tablette, hat mich da über diese Tablette aufgeklärt. Mhm. Und aber du bist noch. Ich hab Angst, was danach kommt mit meinem Freund. Also ob uns das irgendwie zu sehr verändert, ob uns das vielleicht noch mehr zusammenschweißt oder ob uns das irgendwo auseinanderführt. Weil er hat Angst, dass ich ihm das später vorwerfe, weil. Ja, also in einer gewissen Weise kann ich das auch verstehen, wenn du es machen würdest. Nein, nicht in einer gewissen Weise, ich kann das auch, ich würde es auch verstehen. Weil mir gefällt die Haltung deines Freundes nicht. Mir gefällt einfach nicht die Haltung zu sagen, ich lasse dich alleine, Sabrina, wenn du das Kind haben willst. Das ist einfach keine korrekte Haltung, da gibt's gar nichts zu diskutieren. Wenn ihr beide euch jetzt für einen Abbruch entscheidet und eine Beratungsstelle aufgesucht habt und so weiter, dann ist das zu respektieren. Aber zu sagen hier, nee, mit Kind will ich dich nicht mehr, täte mir sehr weh, wenn ich du wäre. Ja. Das heißt, ich verstehe schon, du hast jetzt zwei ganz große Probleme am Hals. Du hast einmal die Frage, soll ich abtreiben, soll ich nicht abtreiben? Ich höre raus, dass die Tendenz dahin geht, das zu tun. Aber dann die Angst, wie geht das mit dem Freund weiter?
hinterlässt das Risse, hinterlässt das Narben. Das musst du dann sehen. Du musst sehen, wie du dich dann fühlst. Es wird sowieso eine schwere Zeit danach, könnte ich mir vorstellen. Und wie du mit dir ins Reine kommst, einmal was den Abbruch anbelangt, aber auch was dein Denken über deinen Freund betrifft. Mhm. An mir ginge, sage ich dir gleich, an mir ginge das nicht spurlos vorbei. Wenn ich einen Freund habe, will ich, dass der auch zu mir steht, egal was passiert. Ja, vor allen Dingen das Schlimme daran ist ja, er kann nicht so über seine Gefühle reden. Mhm. Mhm. Also dann spreche ich ihn darauf an, weil wenn er nachdenklich ist oder traurig ist, ist er... Was ist los mit dir? Mhm. Er sagt nichts. Generell sagst du, aber ich frage das nochmal, sagst du, dass eigentlich liebt ihr euch schon? Wir lieben, also ich liebe ihn auf jeden Fall über alles, ja. Bei ihm. Er liebt mich auch, klar. Mhm. War er eigentlich mit bei der Beratung? Ja. Mhm. Ich würde euch auch empfehlen, jetzt egal was du tust, dass ihr beide, wenn ihr, oder vor allen Dingen wenn du an der Beziehung doch noch festhalten willst, dass ihr beide nochmal zu einer Beratungsstelle geht, wo es dann um eure Beziehung auch geht. Das hat uns Pro Familia auch gesagt, mhm. halt so irgendwie, ich meine, ich muss ja sowieso irgendwo was machen, dann würde ich alleine schaffe das nicht. Ja. Dann würde ich dir gerne noch die ein oder andere Adresse an die Hand geben, Sabrina, die mhm. wir hier haben, zur Verfügung haben, vielleicht auch in deiner unmittelbaren Umgebung. Was den Schwangerschaftsabbruch anbelangt, kann ich dir keinen Rat geben. Ich kann dir nicht sagen, mach dies oder jenes. Nein, das wollte ich... Aber ich kann dir nur sagen, ich wäre schon enttäuscht, wenn mein Freund sich so verhalten würde. Das kann ich schon sagen, ja. Und dann müsst ihr jetzt sehen, wie ihr das in eurer Beziehung dahin biegt. Jetzt legst du bitte auf. Ja. Und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und dann bekommst du noch einige Adressen und dann wünsche ich, dass du für dich die richtige Entscheidung triffst, die für dein Leben in Ordnung ist. Okay. Alles Gute, alles Liebe. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, viele von euch werden sich wundern, was steht da neben ihm? Ein Reh? Steht er plötzlich auf Rehe? Und dann steht auch noch hinten auf dem Reh drauf, klein, klein, weiblich und gut. Also, wer das nicht mitbekommen hat, ich war heute bei Anke zu Gast, bei Anke Late Night. Und Anke hat netterweise mir dieses doch gar putzige Stofftier geschenkt. Und ich habe es ihr in der Sendung versprochen, dass ich es heute hier in meiner Sendung, heute Abend, heute Nacht hinstelle und auch an einem prominenten Platz. Und so steht es dann halt hier vorne auf meinem Tisch, das auch für die Radiohörer, damit die sich das auch ein bisschen vorstellen können. Sehr nett von dir, Anke. Das war sehr schön. Vielen Dank. Sabine, 34, hallo. Ja, hallo, hier ist Sabine. Da ist Sabine. Ich habe ein Problem. Ich bin seit 9,5 Jahren die Geliebte eines Mannes. Vor 9,5 Jahren sind wir ziemlich schnell miteinander im Bett gelandet, das eigentlich so nicht mein Stil ist. Es ist aber so passiert. Mhm. Ich hatte mich Hals über Kopf in ihn verliebt auf den ersten Blick. Er hat mich niemals angelogen. Er hat auch zu mir gesagt, er hat eine Lebensgefährtin. Mhm. Kinder? Nein. Mhm. Er hat in den 9,5 Jahren seine jeweilige Lebensgefährtin, das wechselt so alle 1,5 Jahre bei ihm, mit mir betrogen. Ach. Es ist nicht zu einer Beziehung zwischen uns gekommen, weil wir können uns nicht richtig unterhalten. Wir reden aneinander vorbei. Aber ihr könnt gut im Bett miteinander euch unterhalten. Ja, ja. Also im Bett geht die Post ab? Ja. Aber wenn die Sache gelaufen ist, dann könnt ihr euch nicht großartig unterhalten? Nee, gar nicht, gar nicht. Also letztendlich eine Sexbeziehung. Ja, und dann ist es eben so, dass ich auch eigentlich sehr realistisch bin. Ich sage, meine Mama kommt das, was man sieht, und ich sehe einen Betrüger. Und er ist ein Betrüger und er wird es auch bleiben. Und ich. Das heißt, du hättest Angst, wenn er mit dir zusammen wäre, dass er mit dir das Gleiche macht, was er mit den anderen Frauen gemacht hat. Ja, und ich schütze mich auch so ein bisschen so vor. Vor Angst eigentlich, dass ich sage, ich bin lieber diejenige, mit der man betrügt, als diejenige, die betrogen wird. Darf ich zwischendurch fragen, ob du in diesen 9,5 Jahren auch noch Beziehungen hattest? Nein, ich habe sehr häufig versucht, von ihm loszukommen. Ich habe andere Männer kennengelernt. Ja. Ich war auch schon das eine oder andere Mal so ein bisschen verknallt, bin mit dem einen oder anderen auch ins Bett gegangen, habe dann aber früher oder später zu dem jeweiligen Mann gesagt, du, tut mir leid, da ist noch jemand in meinem Herz und da ist jemand in meinem Kopf und es tut mir leid, das geht mit dir nicht. Ich bin auch schon nach außerhalb gezogen, damit ich ihn nicht über den Weg laufe. Aha. Das hat nichts gebracht, ich komme von ihm nicht los. Also du wolltest schon immer wieder von ihm loskommen? Das habe ich sehr häufig versucht. Mhm. Er war auch mit meiner damals besten Freundin im Bett. Er meint, wieso, warum nicht? Wir sind ja nicht zusammen.
Was hält dich denn so an diesem Typ? Was zieht dich denn so? Ich liebe ihn. Moment, Vorsicht mit dem Begriff Liebe. Mhm. Ne? Wenn du sagst, ich kann nicht mehr mit dem reden, dann liebt man einen Menschen nicht. Mit einem Menschen, den man liebt, kann man auch natürlich gut reden. Du bist, ist es eine Obsession? Du bist ist eine Abhängigkeit von ihm. Ja. Auch eine sexuelle Abhängigkeit. Ja. Ist es so, dass er vor 2 Jahren eine Frau kennengelernt hat, die er letztes Jahr im November geheiratet hat. Ja. Und er hat zu mir gesagt, also Sabine, ich möchte das mit dir nicht mehr, wegen meiner Frau, eine Lebensgefährtin zu betrügen, ist schon scheiße. Mhm. Eine Ehefrau zu betrügen geht gar nicht. Mhm. 3 Wochen später war er mit mir im Bett, dann hat er hinterher gesagt, oh nee, das wollte ich nicht, war ein Ausrutscher, oh nein, und hab dich ohne BH gesehen und soll jetzt eine Schuldzuweisung sein und nee, geht nicht. Aber es läuft wieder. Vier Wochen später war er wieder mit mir im Bett, ständig muss ich mir anhören, er will das nicht mehr. Mhm. Wie oft geht ihr denn ins Bett in der Regel? Sagen wir mal ungefähr alle 14 Tage. Mhm. Jetzt erzähl mir bitte mal, was da in eurem Bett abgeht. Das muss ja irgendwie für dich und auch für ihn schon etwas sehr Besonderes sein, dass ihr so aneinander hängt und so verkettet seid miteinander. Was ist da los? Was ist das für ein Sex? Er findet mich eben vom Aussehen her, bin ich seiner Meinung nach sehr attraktiv. Ja. Das ist seine Meinung, meine eigentlich nicht. Ja. Und ich finde ihn sehr attraktiv und ich bin auch auf seinen Typ fixiert. Gut, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Aber gibt es eine besondere sexuelle Spielart, die euch einander bindet und fesselt? Oder ist es eher die normale Nummer? Spielart nicht, es ist eine normale Nummer, aber er ist besser als andere Männer. Aha, und er wird von dir oder über dich sagen, du bist besser als andere Frauen? Nö. Aber er nimmt dich dann gerne weiterhin nebenher so, kann ja nicht schaden und es ist eine Bereicherung. Ja? Ja. So, jetzt hast du mir das erzählt, ausführlich erzählt. Ja. Verstehe ich das so, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hast, dass du eigentlich gerne von dem wegkämst? Jetzt endlich? Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich wegen ihm auch in finanziellen Ruinen gekommen bin. Ich arbeite im esoterischen Bereich, ich bin wegen ihm in Hamburg. Das ist so ziemlich das schlechteste... Stopp. Ich arbeite im esoterischen Bereich? Was ist das? Bist du Wahrsagerin? Kartenlegen, weiße Magie und so weiter. Ah ja. Ne? Ah ja. Und das ist in Hamburg nicht ganz so günstig, weil in Hamburg geben die Menschen nicht so ihr Geld aus. Für Esoterik. Ja, interessante These, wusste ich auch nicht. Also Mitte- und Süddeutschland läuft so etwas besser und eigentlich wollte ich schon längst wegziehen. Du sollst nach Köln kommen. Die Kölner hören sich gern sowas an. Ja, da läuft es auch besser. Ja. Und dann ist es aber auch noch so, dass man kann sich nicht selbst die Karten legen. Das ist Selbstbetrug. Mhm. Ich habe schon ganz viel Geld bei Kartenlegerinnen und bei Astrologen ausgegeben und bei Magierinnen. Früher konnte ich das selber nicht. Okay, aber inwiefern hat dieser Mann dich jetzt in den finanziellen Ruin getrieben? Weil mich das alles so viel Geld kostet. Die ganzen Kartenleger-Astrologen, dafür habe ich ungefähr 30.000 Euro ausgegeben. Wie bitte? Also du gehst zu Kartenlegern und Astrologen in der Hoffnung, dass die dir irgendeinen Tipp geben können, um von dem Typ loszukommen? Oder dass sie mir sagen, wie es denn klappt. Ja, wie man es machen sollte. Ja. Das ist ja der Hammer. Und dafür bist du 30.000 Euro schon ausgegeben. Ja. Ich fasse es nicht. Früher war das immer so, dass die Kartenlegerin dann gesagt haben, ja, der kommt zurück, weil er auch ständig Schluss macht, wenn was nicht auf seiner Nase geht. Und habe ich mich dadurch immer beruhigt, dass ich da angerufen habe und die sagen, ja, der kommt zurück. Ne? Mhm. Und das ist wirklich so, also ich habe dadurch... Also spätestens jetzt, Sabine, müssten dir die Augen aufgehen, dass du das alles mal vergessen sollst mit deinen Kartenlegerinnen und Astrologen. Die können dir auch nicht weiterhelfen. Du bist Frau deiner selbst. Ja. Aber ich vermute mal, ich habe die traurige Vermutung, dass nach 9,5 Jahren sich das sowas von eingefahren hat, dieses Abhängigkeitsverhältnis, dass man eben nicht mit dem Finger schnippt und du bist los von dem Mann. Da sind ganz andere Strukturen. Ich bin nach außerhalb gezogen. Ich habe andere Männer kennengelernt. Ja. Ich gehe unter Menschen. Ich komme beim anderen Geschlecht gut an. Es ist so, ja. Die Männer finden mich attraktiv. Mhm. Ich sehe das zwar nicht so, aber ich mache und tue. Das ist nicht so, dass ich mich hinsetze. Aber dennoch klappt es nicht. Nee, es klappt nicht. Und ich habe jetzt letzte Woche einen Offenbarungseid geleistet. Ich kann meine Rechnung nicht mehr bezahlen. Und letztendlich alles wegen dieses Mannes. Ja, und dann ist es ja auch so, wenn ich jetzt eine Kundin habe und soll da Karten legen und bin so blockiert und bin so traurig, dann geht das gar nicht. Dann habe ich schon häufig gesagt, hier, tut mir leid, Sie bekommen Ihr Geld zurück, kommen Sie nächste Woche wieder. Also, im Prinzip bist du an deinem Limit angekommen. Ja. Ne? Ja. Der Mann hat dich in den finanziellen Ruin getrieben, in den materiellen Ruin, letztendlich auch in den seelischen Ruin.
Ja. Aber dann kommt immer noch dieser wahnsinnige Ausdruck von dir, von wie du es gerade gesagt hast, ich liebe den ja. Ja. Hm. Ne? Aber ich sag dir jetzt mal wirklich ganz frank und frei raus, ohne euch jetzt im Einzelnen zu kennen, das ist keine Liebe. Das ist, wie ich es gerade schon sagte, das ist keine Liebe. Ja, das gut, für dich gehört auch Unterhalten zur Liebe, aber ich sag mal, das gibt's ja auch umgekehrt, dass zwei Menschen sich lieben, sich sexuell nicht so gut verstehen, aber sich unterhalten können. Und da kann ich jetzt ja auch sagen, ja, aber wenn die sich sexuell nicht verstehen, dann lieben sie sich nicht. Ja, ich meine, Liebe, aber Sabine, wenn das eine oder das andere, aber wenn das doch eine Liebe wäre, dann wärt ihr doch ein Paar. Es ist keine Liebe. Nee, er liebt mich ja nicht, aber ich liebe ihn ja nun mal. Mhm. Aber gehören nicht zur Liebe eigentlich immer zwei Menschen? Ja. Ja, eigentlich schon, sollte, ne? Sollte so sein. Sollte so sein. Mhm. So, was machen wir jetzt? Was ist jetzt angesagt? Ja, also ich sag mir lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, aber ich weiß nicht, wie es geht. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich jetzt ausgelassen habe. Bist du denn, du hast gerade gesagt, du hast schon versucht, von dem wegzuziehen. Wie weit im Moment wohnst du denn von ihm entfernt? Oh, im Moment 3 Fußminuten. Ach so, das ist nicht so ganz weit. Ja. Mhm. Aber ich habe das eben halt auch schon umgekehrt gehabt, dass ich wirklich, also... Also wenn du nicht gebunden bist, du wohnst, ihr wohnt jetzt im Hamburger Raum, ne, sagst du? Ja. Mhm. Kannst du nicht einen ganz knallharten Strich drunter machen und sagst, ich ziehe es nach München? Ja, genau dort bin ich gewesen. Ich bin in Unterföhring gewesen, 1,5 Jahre. Und hat Angst genutzt? Nein. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich gar nicht die richtige Lösung ist. Du läufst vor der Problematik weg, aber du hast sie dennoch bei dir. Ja. Das heißt, das ist schon ein wirklich kompliziertes und psychologisches Problem, dass du fixiert bist so sehr auf einen Mann. War ich auch schon, der hat gesagt, ja, sie müssen sich trennen. Ich sag, wenn ich wüsste, wie, wäre ich nicht hierher gekommen. Und er hat zu mir gesagt, erst trennen sie sich und dann kommen sie wieder. Ja. Hast du schlechten Psychologen? Finde ich auch einen blöden Spruch. Ich glaube, dass es eben auch nicht so einfach ist. Dass da ganz, ganz komplexe Strukturen bei dir anzutreffen sind, die dich in diese Misere hineingerissen haben. Mhm. Und die gilt es mit einem Fachmann aufzuarbeiten. Mhm. Und das finde ich, von der Seite musst du ran. Du hast schon so viel unternommen, das hat nicht funktioniert. Jetzt muss es differenzierter und fachkundiger gemacht werden. Ja. Und dabei wollen wir dir jetzt vielleicht versuchen, ein bisschen zu helfen. Ich weiß nicht, ob es gelingen wird, aber vielleicht schaffen wir das. Ja. Dann müsstest du auflegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Machen wir es so? Alles Gute, Sabine. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht die Telefonnummer vergessen. Wir haben diese Woche, weil wir die erste Sendewoche sind, machen wir das traditionell ja nicht, noch kein festes Thema einmal in der Woche, aber nächste Woche haben wir das, nächste Woche Mittwoch. Und was für ein Thema wir haben, das entscheidet ihr. Und zwar über www.nachtlager.de. Da könnt ihr mit abstimmen, welches Thema nächste Woche hier bei uns besprochen werden soll, was euch interessiert, was ihr gut findet, und dann machen wir das auch. Nächste Woche Mittwoch, www.nachtlager.de. Hallo Simone, 19 Jahre alt. Hallo. Hallo Simone. Ja, hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Simone? Und zwar, bei mir geht's ums Thema Essstörung, Bulimie. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe im Februar schon mal angerufen. Ja, ich erinnere mich an ein sehr intensives Gespräch mit jemandem. Das warst wahrscheinlich dann du. Ja. Im Februar war das? Ja, genau. Ja. Und das war sehr dramatisch, weil ich mir große Sorgen um dich gemacht habe, weil du sehr lange schon essgestört bist. Ja. Und sehr dramatisch, und ich zu dir gesagt habe, wenn du nichts unternimmst, stirbst du. Ja, genau. Und das hat mir jetzt eben einen Denkanstoß gegeben. Und also ich habe eigentlich erstmal nachgedacht. Früher war irgendwie so ein Teil von mir schon. Ich habe jetzt nicht, du hast nachgedacht? Nach? Über die Krankheit. Ja. Und auf jeden Fall war ich dann beim Therapeuten. Mhm. Und jetzt stehe ich kurz vorm Klinikaufenthalt. Mhm. Sagst du nochmal, das habe ich nicht mehr so genau in Erinnerung. Ist das eine reine Bulimie oder ist es auch eine Essstörung in der Hinsicht, dass du gar nichts isst oder ganz wenig nur noch isst? Eine Magersucht. Also es ist Magersucht mit Bulimie. Ja, wie viel wiegst du noch im Moment? Im Moment 45,9. 45 Kilo? Bei einer Größe von? 1,64. Ja. Und die letzten Monate, wie viel hast du da so zu dir genommen? In der Regel am Tag? Am Tag?
Ja, so, wenn ich es bei mir behalten habe, gar nichts. Mhm. Also es gibt Tage, wo du gar nichts isst, wo du dich verhältst wie ein klassisch magersüchtiger Mensch. Vielleicht mal ein Joghurt, wenn es hochkommt, oder ein Glas Mineralwasser oder sowas. Oder ja, Wasser wahrscheinlich schon mehr. Ja. Oder mal einen Apfel, vielleicht auch nicht, oder? Ja, nee, trinken tue ich schon. Trinken schon. Und dann gibt es wieder andere Tage, wo du deine Fressanfälle hast. Ja, genau. Wo du dir deinen Bauch voll knallst mit allem Möglichen und das dann wieder erbrichst. Mhm. Mhm. So, jetzt stehst du, sagst du, kurz vor einem Klinikaufenthalt. Ja, und meldest dich aber nochmal bei mir. Ja, genau. Und zwar, ich habe Angst davor, weil eben das irgendwie nichts bringt. Mhm. Warum denkst du das? Ja, so eine Freundin von mir, die hatte auch Bulimie. Und die ist jetzt vor 3 Wochen von ihrem Klinikaufenthalt zurück. Und der geht's genauso wie vorhin. Mhm. Gehst du denn in dieselbe Klinik? Nee, in eine andere. Ja. Aber Simone, das ist doch völlig klar, dass immer jede Geschichte irgendwie anders verläuft. Und es gibt einen Fall, der verläuft so, da ist es gut nach einer gewissen Zeit. Und da gibt es einen Fall, wo es überhaupt nicht gut ist und wo die Menschen vielleicht wieder rückfällig werden oder sofort wieder rückfällig sind. Was hast du denn zu verlieren? Du hast überhaupt nichts zu verlieren. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ich habe auch gesagt, du hast auch mal Bulimie gehabt. Ja. Und wie war das bei dir? Bist du dann rückfällig geworden, oder? Ja, ich habe es Gott sei Dank ohne einen Klinikaufenthalt geschafft. Aber auch da ist jeder Fall anders und ich kann deshalb nicht ableiten, jeder muss das eben für sich dann auch schaffen. Aber ich bin immer wieder rückfällig geworden über einen langen Zeitraum und irgendwann hatte ich es geschafft, dann habe ich es in dem Griff gehabt. Ich glaube, dass man rückfällig wird immer wieder, gehört auch fast zur Normalität dieser Krankheit hinzu. Das Problem ist, dass man sich dann nur nicht demoralisieren lassen darf. Und man ist natürlich am Boden, wenn man wieder rückfällig geworden ist. Und man denkt, mein Gott, jetzt hast du mal ein paar Meter geschafft und du bist wieder zurückgeschlagen. Ich habe auch irgendwie Angst davor, dass das mein Leben lang Thema bleibt. Ja, Simone, dein Leben lang wird das Thema Essen Thema sein. So wie auch Alkohol für einen Alkoholiker immer ein Thema ist. Aber wenn ein Alkoholiker trocken ist, kann er gut mit diesem Thema leben. Dann ist es auch nicht mehr schlimm, dass er darüber nachdenkt. Und ein Essgestörter wird sein Leben lang, auch wenn er gesundet ist, sage ich mal, nie normal über das Essen nachdenken können. Aber das ist egal, wenn man das im Griff hat, ist es gut. Du musst nur jetzt handeln. Das war ja auch mein Anliegen bei unserem Gespräch im Februar, weil ich gemerkt habe, wie weit unten du schon bist und wie lebensbedrohlich es ist. Du hast nichts zu verlieren. Du musst alles unternehmen, was man unternehmen kann. Und ich finde ganz toll, dass du schon beim Psychologen jetzt warst. Ich finde ganz toll, dass du kurz vor einem Klinikaufenthalt stehst. Das sind ja schon Fortschritte gegenüber vor einem Jahr beispielsweise. Ja, stimmt. Ne? Dass man davor Angst hat, verstehe ich auch. Man weiß ja nicht, was da alles auf einen zukommt, was die mit einem machen, was man da tun soll. Und ist mir klar, ich hätte da auch Schiss gehabt vor, in eine Klinik zu gehen. Mhm. Aber wie gesagt, es bleibt ja eigentlich gar keine andere Wahl, als es zu tun. Und diese Kliniken, soweit ich informiert bin, sind heutzutage in Deutschland alle so gut und so patientenorientiert und patientenfreundlich, dass man da auch keine Angst vor haben muss. Ja. Weißt du, und wenn du es jetzt machst, vielleicht ist es ein kleiner Etappensieg. Vielleicht gibt es wieder eine Rückfälligkeit irgendwann. Mhm. Okay, aber vielleicht schaffst du es dann mit der jetzt gewonnenen Energie und mit dem Erfolgserlebnis, was du jetzt hast, diesen Rückschritt auch wieder zu überwinden. Nur so geht es. Die Alternative ist, sich gehen lassen und sterben. Ja, nein, das will ich ja nicht. Das weiß ich. Ich will es ja loswerden. Ich will es wirklich. Ja. Und du bist erst 19 Jahre alt. Ja. Und es wäre verdammt schön, wenn du in ein, zwei Jahren sagst, ich hatte eine schwere Erkrankung, eine schwere Essstörung. Über wie viele Jahre waren es dann? Ja, sind's jetzt? Vier. Ja. Aber ich habe es jetzt im Griff, ich kann normal leben, ich habe das Thema schon im Kopf, aber ich kann normal leben, ich kann auch wieder normal essen. Und kannst dich dann auf dein Leben konzentrieren. Jetzt liegt dein Leben ja brach. Ist so, ne? Ja.
Was waren deine, habe ich dich damals auch gefragt, habe ich es vergessen im Laufe der Monate, was waren so deine Träume, was möchtest du gerne mal machen, beruflich, so überhaupt lebensmäßig, wohin möchtest du? Keine Ahnung. Ja, irgendeinen Traum hast du bestimmt. Keine Ahnung. Beruflich meine ich. Ich weiß nicht. Hast du, was machst du im Moment eigentlich? Ja, im Moment mache ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt Schule gemacht und... Mhm. Hast du einen Abschluss? Mhm. Welchen? Realschule. Ja. Mhm. Aber so soll es ja nicht bleiben. Nee. Es wäre ja schön, wenn irgendwann was käme, was dir Spaß macht. Oder wenn du irgendwann so weit bist, dass du auch entscheiden kannst, da habe ich Interesse für, das möchte, so möchte ich gerne mein Leben gestalten. Vielleicht auch eine Familie irgendwann gründen, ich weiß es nicht, vielleicht auch, oder einen ganz anderen Lebensweg gehen, aber irgendwas machen. Ja, ist sowieso so schlimm. Ich war jetzt in einer glücklichen Beziehung und nachdem ich meinen Ex gesagt habe, eben das mit der Krankheit, weil ich eben kurz vor der Klinik bin, ich wollte ihm das halt sagen dann und dann hat er eben Schluss gemacht. Deshalb? Ja, ich denke schon. Ein Scheiß-Ex war das. Sei froh, dass er weg ist. Wenn er dich verlässt, weil du eine ernstzunehmende Erkrankung hast und für eine Weile in eine Klinik geht und er verlässt dich, kein guter Typ. Ja, ich war in der Zeit so glücklich und da ist mir echt besser gegangen. So, aber jetzt hast du schon eine Ahnung davon, was Glück vielleicht sein kann. Irgendwann wirst du einen Mann kennenlernen, der dich so nimmt, auch mit deiner Erkrankung oder mit deiner dann hoffentlich hinter dir liegenden Erkrankung. Und dann wirst du das Glück nochmal und noch intensiver erleben, als das, was du jetzt schon erlebt hast. Und dafür lohnt es sich doch, jetzt zu kämpfen und was zu machen. Ja, das stimmt. Geh in die Klinik, Simone. Du hast nichts zu verlieren. Du brauchst auch keine Angst davor zu haben. Wann ist der Termin? Ist es so, schon so eingefädelt, dass du einen klaren Termin hast? Nee, das muss nur auf der Warteliste. Es ist eine Wartezeit, bis man ungefähr einen freien Platz, 2 Monate. Naja. Das sind ja nochmal unangenehme 2 Monate, aber du hast es so lange schon irgendwie vor dich hergeschoben und hast gelitten und es ausgehalten, dann schaffst du die 2 Monate auch nochmal. Ja. Ich möchte dich wirklich auch auf dem Hintergrund meiner eigenen persönlichen Erfahrung sehr dazu ermutigen, wenn auch jeder Fall anders ist, wie ich es gerade gesagt habe, mach es. Es ist so wunderbar, diese scheiß Krankheit nicht mehr zu haben. Ja. Es ist so wunderbar, sage ich dir. Und da allein für dieses Gefühl, das nicht mehr zu haben, lohnt sich die ganze Mühe und der ganze Aufwand. Ja, ich denke mir so oft, es gibt so viele Situationen, in der man die Krankheit so verflucht irgendwie. Und du wirst das schaffen. Ich finde gut, dass du das schon gemacht hast, was du jetzt gemacht hast. Das zeigt mir, dass da schon ein Trieb ist, ein Antrieb, ein Wille auch da ist. Das kriegst du hin. Ja. Und dann möchte ich mit dir reden, vielleicht während du in der Klinik bist. Kannst du mich aber anrufen? Ja, kann ich machen. Oder Mail am besten, dann kommst du am besten durch und dann unterhalten wir uns nochmal. Mhm. Ja? Okay. Also mach es und alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt geht es weiter mit Johnny. Johnny. Das klingt immer so nach Western. Aber ist wahrscheinlich nichts mit Western. Johnny, 46, hallo. 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 Erstmal wunderschön, dass ich überhaupt reingekommen bin. Ich hoffe, ich darf du sagen. Ja, natürlich. Ich sage ja zu dir auch du. Ja, kein Problem. Ja. Ja. Ich habe so ein kleines Problemchen. Ja. Ich bin seit 13 Jahren eigentlich sehr glücklich verheiratet. Mhm. Habe auch 2 Kinder. Mhm. Wie alt sind die? 11. Ja. Und 12. Ja. Also kurz hintereinander. Zack, zack. Zack, zack. Mhm. Ja, mhm. So wie sich das eigentlich gehört. Ja. nur habe ich seit 2 Jahren festgestellt, dass ich auch den Drang zum anderen Geschlecht habe. Oh. Den ich auch ausgelebt habe. Mhm. Und habe im Moment eigentlich also, eine Affäre. Den Drang zum eigenen Geschlecht. Zum eigenen Geschlecht hast. Zum eigenen. Zum eigenen Geschlecht. Mhm. Zum eigenen, ja, mhm. Ja, korrekt. Ja. Mhm. Und habe nun seit 3 Monaten... nicht regelmäßig, aber in gewissen Abständen einen Partner, der mich jetzt anfängt, mittlerweile unter Druck zu setzen. Er möchte mit mir zusammenziehen. Ist das ein Partner oder ist das eine Sexualgeschichte? Ein Sexualpartner, eine Sexgeschichte? Sexualpartner. Also keine, das ist von deiner Seite aus keine Liebe im Spiel?
werden. Mhm, ist klar. Erzähl mal weiter. Er, dein Freund oder Partner, deine Affäre, setzt sich unter Druck. Ja, er setzt mich jetzt unter Druck. Er will unbedingt mit mir zusammenziehen. Er findet mich toll und wie gesagt, wir haben auch Geschlechtsverkehr miteinander gehabt. Den kennst du aber erst seit 3 Monaten? Seit 3 Monaten, wie, ja. Und er will ja schon mit dir zusammenziehen? Tja, das ist eben das Problem, was ich habe. Jetzt weiß ich letztendlich nicht, was ich wirklich machen soll, weil auf der einen Seite liebe ich meine Frau auch noch, vor allen Dingen auch meine Kinder. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich fühle mich auch schäbig irgendwo, dass ich überhaupt in diese Situation so gekommen bin. Mhm. Ja, natürlich. Es ist ja fast wurscht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Du hast eine Affäre nebenher laufen. Mhm. Ne? Und gehst natürlich dadurch körperlich und geistig deiner Frau fremd. Ich merke auch beruflich, ich bin im Außendienst tätig. Ja. Bauelementebranche. Und dort muss man eigentlich jeden Tag im Kopf ganz klar haben, gerade in der heutigen Zeit. Und ich merke immer mehr, dass ich dort abfalle. Mhm. Wenn du mit deiner Frau so zusammen bist, bist du da sehr verspannt schon oder gelingt dir da so die Rolle des liebenden Ehemannes noch zu spielen? Ich bin ein sehr guter Außendienstschauspieler. Ja. Das merke ich selber, aber es geht mir langsam, geht es mir an die Substanz. Schläfst du mit deiner Frau noch? Ja. Ja. Ich fühle mich aber schäbig hinterher. Mhm. Wenn du mit deiner Frau schläfst, denkst du dann an den Mann? Nein. Absolut. Also da bist du dann schon ganz bei deiner Frau? Ja. Erregt es dich mit deiner Frau genauso, wenn du mit deiner Frau schläfst, wie denn mit dem Mann? Sehr schwer zu beantworten. Kann ich jetzt im Moment gar nicht so nachvollziehen, weil ich mache hier eine sehr große Schauspielschule momentan durch. Gott sei Dank hat sie bis jetzt überhaupt noch gar nichts gemerkt. Ist auch schwer zu beantworten insofern, weil das sind ja auch zwei verschiedene Schuhe. Nicht nur, weil es zwei verschiedene Geschlechter sind, sondern du bist mit deiner Frau 13 Jahre zusammen. Ja. Ne? Und mit dem erst 3 Monate, da ist man natürlich irgendwie noch schärfer drauf, als mit jemandem, mit dem man 13 Jahre zusammen ist. Völlig das klar. Ist richtig, das stimmt, das stimmt. Mhm. Da kann man fast so sagen, mit der Frau ist nach 13 Jahren der normale Sex gekommen. Ne? Mhm. Ich würde nicht sagen, immer das Gleiche, aber... In deinen Fantasien, ich gehe davon aus, dass du auch hin und wieder onanierst. Nein, gar nicht. Aber okay, dann so in deinen normalen sexuellen Tagesfantasien, dreht es sich dann mehr um Männer oder mehr um Frauen? Sexualleben jetzt gesehen oder ja, im sexuellen Tagesgeschäft, sag ich. Nee, erstmal so im sexuellen. Im sexuellen Bereich. Tja. Es dreht sich eigentlich mehr um Frauen, weil durch den Außendienst, man fährt irgendwo vorbei, gerade jetzt in der Sommerzeit. Mhm. Man guckt schon nach den kurzen Rücken von den schönen Mädels, ne? Also du guckst mehr nach den kurzen Rücken als nach den strammen Waden von den Jungs. Richtig. Mhm. Ja. Dennoch bist du mit diesem Mann jetzt seit 3 Monaten zusammen, hast seit 2 Jahren sexuelle Kontakte mit Männern. Das musste dich ja schon dann doch auch sehr anmachen. Ja, das ist durch die Sauna irgendwo entstanden. Es gab auch mal so eine Ehekrise mal kurz zwischendurch, wo fast 6 Monate gar nichts gelaufen ist. Mhm. Weiß ich nicht, ob es unbedingt daran gelegen hat. Ich kann es echt, deshalb rufe ich auch an, um da Hilfe zu suchen, weil ich es nicht richtig nachvollziehen kann. Mhm. Könntest du dir mal, wir spinnen mal einfach so, nehmen wir mal an, du wärst ganz frei, könntest du dir vorstellen, dich in einen Mann richtig zu verlieben, dich fallen zu lassen, in einer Beziehung mit einem Mann, mit ihm sogar zusammenzuleben? Sehr schwer, mhm. Weil das ist ja auch dieser Druck, den zurzeit mein Freund, der heißt übrigens genau wie du, Jürgen, den der Freund ausdrückt und mir wirklich richtig auf die Füße tritt momentan. Ja, ich möchte dieses eigentlich gar nicht. Ja, ich meinte es auch gar nicht so auf die aktuelle Situation bezogen, sondern ich möchte einfach so verstehen, was in dir los ist. Daher die Frage war so generell gemeint. Könntest du dir das generell vorstellen, so mit einem Mann zu leben, wie du es bisher gewohnt warst, mit einer Frau zu leben? Sehr schwer. Mhm. Wie alt ist eigentlich dein Freund? Mein Freund ist 42. 42. Mhm. Was würde deine Frau sagen, wenn du ihr das beichten würdest, was da läuft? Tja, deshalb rufe ich an, um da Hilfe zu haben. Das weiß ich eben nicht. Doch, ja, du kennst sie. Ich glaube, die wird ausflippen. Ja, okay. Aber du kennst sie besser als ich. Ausflippen ist ja auch erstmal okay. Dass die sagt, ach super, klasse, freue ich mich drüber, ist nicht zu erwarten. Aber es gibt ja Menschen, die vielleicht im ersten Moment ausflippen, aber mit denen man dann auch vielleicht über so etwas reden kann, ohne dass die gleich sagt, ich gehe. Ist sie so ein Typ?
ungefähr einzuschätzen. Hm. Selbst nach 13 Jahren. Wenn ich dir eine... Ich glaube, sie ist eher der Typ, dass sie gehen würde, der Kinder zuliebe. Ja. Wenn ich dir jetzt so eine Lebenskonstellation zaubern könnte, wie würdest du es dir wünschen? Indem du mir direkt vom Kopf sagst, was ich in dieser Situation überhaupt tun kann. Weil eigentlich ist der Anruf deshalb, ich möchte diesen Drang zu diesem männlichen Geschlecht eigentlich ablegen. Aha. Das ist eigentlich der Hauptgrund des Anrufs. Wärst du? Und mir dann eine Konstellation zu geben, wie bringe ich es meiner Frau bei, dass es gewesen ist, weil ich möchte nicht mein Leben lang mit mir rumschleppen. Ich möchte schon mit dir drüber reden. Mhm. Ich kann nur im Moment nicht, weil ich den Anfang nicht weiß. Wenn du es sein lassen würdest, mit einem Mann Sex zu haben, bestünde die Gefahr, dass du mit einer Frau irgendwas anfängst? Nochmal bitte, ich habe nicht mit dir. Ich sag, wenn du es jetzt sein lassen würdest, mit einem Mann Sex zu haben, ja, könnte es sein, bestünde die Gefahr, dass du vielleicht nach einem Jahr oder was ich noch in einer gewissen Zeit mit einer Frau eine Affäre anfängst? Glaube ich kaum, dafür liebe ich meine Frau zu sehr. Und dafür ist dir die Sexualität, wenn auch schon sehr ritualisiert, dennoch befriedigend genug mit deiner Frau? Ja. Ja? Ja. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Irgendwas ist in dir, ich vermute, eine gewisse Bisexualität, eine gewisse. Du bist nicht schwul, das glaube ich nicht, so wie du mir jetzt rüberkommst und was du erzählt hast. Dass da so ein spätes Coming-out entsteht, glaube ich nicht. Ist schwer zu sagen von der Ferne, aber ich glaube das nicht. Aber es ist ein gewisser bisexueller Drang da. Du bist erregt, wenn du mit einem Mann zusammen bist und du hast einen Orgasmus mit einem Mann und es macht dir Spaß. Mhm. Mhm. Und das willst du weghaben. Das will ich weghaben, ja. Hast du das ja schon versucht, dich von deinem Freund zu trennen? Ja, das habe ich schon versucht, aber ich bin auch genauso. Er ist ein Typ, er kriegt mich immer wieder rum. Mhm. Ja, na gut. Aber du bist ja nur selbst der Herr deiner selbst. Und wenn du sagen würdest, Schluss aus, ich konzentriere mich wieder auf meine Frau, dann müsstest du das ja eigentlich hinkriegen. Glaube ich schon, dass ich das schaffen würde. Das Problem, warum ich angerufen habe, Jürgen, ist eben halt das, ich würde es gerne meiner Frau beichten. Ich möchte es dann nicht mein Leben lang mit mir rumschleppen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich es ihr sagen soll. Mhm. Na, das ist nicht das Problem, wie du es ihr sagen sollst. Das Problem ist meistens immer, dass die Leute Angst haben, es dem Partner zu sagen. Natürlich ist das der richtige Weg. Da wollte ich sowieso jetzt gleich darauf hinaus. Dass man das, wenn man einen Menschen liebt und so liebt, wie du es gerade von deiner Frau gesagt hast, über deine Frau gesagt hast, ist das natürlich immer der korrekteste und richtigste Weg, wenn man das dann in der Beziehung auch bespricht. Und dann bekommt es eine Eigendynamik, der ganze Prozess. Sie wird reagieren, du wirst wieder auf sie reagieren, sie wird Fragen stellen und so weiter. Das wird dann eine neue Konstellation ergeben. Die Frage ist nicht, wie du es ihr sagst. Du sagst es ihr so, wie du es mir gesagt hast. Was will man groß um den heißen Brei herumreden? Ja, du sagst das so einfach. Ja, ich weiß, dass das... Ich würde nicht anrufen, wenn ich so einfach sagen könnte. Ist mir klar, ja. Ist mir völlig klar. Es sagt sich so einfach, es ist dann aber nicht so einfach, es zu sagen, das ist mir schon klar. Aber dennoch ist es, muss man es so machen, nur so geht es. Ich vermute ja auch, dass in dem Moment, wo du es aussprichst, diese ganze Problematik auch für dich ein viel leichter wird, damit umzugehen. Weil du bist hier jetzt von allen Seiten eingedrückt. Von deinem Freund, der setzt dich unter Druck. Du hast ein irre schlechtes Gewissen deiner Frau gegenüber. Eigentlich willst du mit deiner Frau zusammenbleiben. Liebst deine Frau sehr. Sag es ihr alles genau so. Vielleicht habe ich aber auch die größte Angst davor, dass sie mit den Kindern drüber spricht. Naja, die Kinder sind 11 und 12. Ja. Das wird sie noch nicht machen. Ich hoffe nicht. Das wird sie noch nicht machen. Und wenn sie es später mal macht, dann ist es auch okay. Na gut, ist es halt passiert. Gut, es ist Lebenserfahrung, ist richtig. Ja, dann ist es halt so. Ja. Dann ist es halt so. Na gut, ich werde es versuchen. Ich finde, in einem solchen Fall, wenn man das, ich sage es immer meinen Anrufern, wenn man das alleine nicht schafft, finde ich, in so einer heiklen Situation, auch in eurem Alter, mit dem Hintergrund, dass ihr eine Familie habt, finde ich auch immer gut, wenn man vielleicht für 1, 2, 3 Mal zu einer Beratungsstelle geht, zusammen. Mhm. Und das in Anwesenheit eines Fachmannes macht. Ja. Dann ist es noch besser. Dann ist man noch aufgehobener und aufgefangener. Na gut, dass der Schutz drüber gegeben, der Schutzmantel noch. Ja, ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Mhm.
Möchtest du eine Adresse von uns haben? Würde ich gerne haben, ja. Ja, dann legst du auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay. Alles Gute. Ich bedanke mich, ja. Tschüss, Johnny, tschüss. So, ihr Lieben, mit wem machen wir jetzt weiter? Jetzt bitte ich meine Regie nochmal auf den Knopf zu drücken. Annette ist hier. Annette ist 43 Jahre alt. Annette ist nicht mehr da. Annette hat aufgelegt. Oder wir sind irgendwie getrennt worden. Nadine, 25, hallo. Hallo, Domian. Hallo, Nadine. Ich habe auch ein kleines Problem mit meinem Freund. Mhm. Beziehungsweise sind wir vor 10 Jahren zusammengekommen. Wow, vor 10 Jahren? Ja. Da warst du 15, wenn ich scharf rechne. Ja, genau. Und wie alt ist er? Ist er auch in deinem Alter? Er ist 3 Jahre älter, 28. Ja. Und 10 Jahre, hm? Ja. Und dummerweise sind wir dann vor 6 Jahren drogensüchtig geworden. Mhm. Und was für Drogen? Heroin. Heroin. Mhm. Und ja, ist natürlich ein bisschen schwer davon loszukommen, aber jetzt haben wir auch noch ein Kind und er ist wieder im Gefängnis und... Oh. Das heißt, du bist auch im Moment immer noch drogenabhängig? Ich konsumiere noch ab und zu mal, ja. Ja, das warst du dann auch während der Schwangerschaft? Ja. Ist das Kind gesund? Ja, das ist gesund. Wie alt ist das Kind? 2,5. 2,5? Ja. Ja. Und dein Freund ist im Knast, warum? Auch wegen Drogen. Wie viel konsumierst du denn im Moment noch? Wenn ich dann mal konsumiere, ein halbes Gramm am Tag. Also wenn dann auch nur abends. Ja, und wie oft kommt das so vor? In der Woche? Einmal? Naja, schon ein bisschen öfter. Schon öfter. Also kann man sagen, dass dreimal, viermal. Ja, also kann man sagen, dass du durchaus noch drauf bist, ne? Ja. Ja. Wie finanzierst du das? Was kostet ein halbes Gramm Heroin da, wo du dich aufhältst? Was zahlst du? Ich bezahle 12,50 €. Mhm. Arbeitest du oder machst du andere Sachen? Machst du illegal? Ich bekomme Sozialhilfe. Mhm. Das heißt, die Drogen finanzierst du mit der Sozialhilfe? Mehr oder weniger schon, ja. Mhm. Und das Kind ist bei dir oder ist es im Heim? Nee, ist bei mir. Das Kind ist bei dir. Mhm. Wie lange ist er im Knast? Wird er noch im Knast sein? Also wenn es gut geht, kann er im November in eine Therapie gehen. Mhm. Wie schätzt du es ein? Wird er es tun? Also wenn er die Gelegenheit bekommt, dann macht er das, ja. Habt ihr dann in all diesen vielen Jahren schon mehrfach Anläufe unternommen? Wir sind zum Arzt gegangen, wir haben Entgiftung gemacht und er ist ja nicht das erste Mal im Gefängnis. Mhm. Da war ich dann auch schon ziemlich gut weg davon und ja, also ich... Also du hast es, von deiner Seite aus hast du es auch schon mehrfach versucht? Ja. Hast du es auch schon im professionell versucht, also in einer Klinik, unter Aufsicht? Oder nur so für dich? Also in der Entgiftungsstation, ne? Nicht in Therapie, sondern halt eine Entgiftung. Mhm. Das habe ich wohl schon gemacht. Ja. Wobei die Therapie natürlich effektiver ist, ne? Bitte? Die Therapie ist effektiver, ne? Die bringt mehr. Ja, aber ich möchte auch nicht so gerne meine Wohnung verlieren, ne? Mhm. Ist das so, wenn man in eine Therapie geht, um von Drogen loszukommen, verliert man da die Wohnung? Also die wollen schon, dass man die Wohnung dann aufgibt und irgendwo anders hinzieht oder sowas. Aber ich habe ja halt auch meine Eltern, obwohl meine Eltern aber auch, mein Vater droht mir, wenn mein Freund wieder rauskommt aus dem Knast, dann soll ich mich von ihm trennen. Mhm. Wenn ich das nicht tun würde, wird er mir mein Kind wegnehmen und sowas. Und was ist genau der Grund deines Anrufes, Nadine? Ja, gute Frage. Irgendwie ein Rat von dir, was ich mit meinem Freund machen soll. Ich, so wie die Anruferin, zwei davor, die kommen von ihrem Liebhaber nicht weg. Mhm. Ich
komme genauso von meinem Freund nicht weg. Das heißt, du würdest eigentlich gerne von, also so der Kopf sagt, ich muss von dem weg? Eigentlich schon, ja. Weil? Aber. Weil, warum? Ja, wegen den Drogen halt. Jedes Mal, wenn ich den wieder sehe, dann habe ich diese Drogen im Kopf. Das heißt, er zieht dich da auch immer wieder mit rein? Mehr oder weniger. Mhm. Also ich ziehe ihn natürlich auch, wenn er wiederkommt oder so. Und würdest du sagen, dass du dein Leben eher auf die Reihe bekämst, wenn dieser Mann nicht bei dir wäre? Schwer zu sagen. Ich würde natürlich ganz gerne mit ihm zusammenbleiben. Ist der Vater meines Kindes und ich liebe ihn ja auch über alles. Aber irgendwie, wenn er damit halt nicht aufhört und wenn ich damit nicht aufhöre, dann klappt das halt irgendwie nicht. Und ich finde gerade, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Was ich die ganze Zeit auch denke, ja, natürlich, wenn er damit nicht aufhört, funktioniert es nicht. Aber auch wenn du nicht damit aufhörst, Nadine, funktioniert es nicht. Es ist im Prinzip, müsst ihr beide radikal etwas verändern. Du bist 25 Jahre alt, hast ein Kind, 2,5 Jahre alt, lebst von Sozialhilfe. Was ist das für eine Lebensperspektive, wenn du das alles einfach so jetzt so weiter plätschern lässt? Eigentlich das allerbeste Leben wäre, wenn du radikal von Heroin runterkämst. Radikal. Habe ich recht, oder? Ja. Ja. Und dann sehen, was du aus deinem und mit deinem Leben machen kannst. So hängst du ja wahrscheinlich nur ab, ne? Naja, abhängen. Ich habe genug mit meinem Kind gut, zu tun. Ne? Ich habe einen Hund, mit dem muss ich auch immer raus. Ja, okay. Das Kind macht jetzt viel Arbeit, ist mir klar, ist noch ein kleines Kind. Aber sonst Produktives tust du ja nicht. Also. Ich habe einen Telefonjob gekriegt. Ah ja. Von Arcor. Mhm. Und da habe ich halt eine Karte und da kann ich dann von zu Hause aus dann immer telefonieren. Mhm. Also so ein Call-Center-Job oder sowas. Mehr oder weniger, ja. Ja, na, immerhin. Ja, aber also ich kenne mich da nicht aus, wie das ist mit der Wohnung verlassen, was du da gerade geschildert hast. Ich finde, lass uns erst über dich reden. Dass du für dich eine Entscheidung fällen solltest, dass du einen Weg findest, wie du ganz klar dein Leben, vor allen Dingen was die Sucht anbelangt, ich rede jetzt im Moment nur von der Sucht, dass du für dich die Sucht in den Griff bekommst. Das ist das A und O, finde ich. Und wenn dabei diese Beziehung stört, muss die Beziehung erstmal zur Seite gedrückt werden. Vielleicht findet ihr irgendwann, wenn ihr beide wirklich es geschafft habt, vielleicht findet ihr einen Weg. Aber so wird das sich immer wieder wahrscheinlich gegenseitig hochschaukeln. Und es kommt immer wieder zu dem, was du auch alles schon kennst. Aber es ist auch alles nicht so einfach getan, wie ich es jetzt gesagt habe, das ist mir klar. Du hast dein Kind, du hast deine Wohnung, du hast die Nähe deiner Eltern. Ich weiß nicht, wie viel du aufgeben musst. Ich weiß auch nicht, ob du in eine Therapie, wie lange die dauert zum Beispiel, so eine Therapie, weiß ich nicht. Weißt du das? Also, ich weiß nicht, ob es eine mit 3 oder 4 Monaten gibt, auf jeden Fall 6 Monate. Ja, in einer Klinik irgendwo. Da gibt es so Stationen, wo man... Okay, vielleicht aber auch in einer Klinik. Ich kann das nicht bei dir beurteilen, was das Beste für dich wäre. Vielleicht gibt es Kliniken, wo die Mütter auch ihre Kinder mitnehmen können. Hast du dich damit? Gibt's, ja. Ja, das wäre ein guter Weg, finde ich. Da müsstest du dich richtig schlau machen. Und dann würde ich, ich kann eure Beziehung ja überhaupt nicht beurteilen. Ich kenne euch ja nicht. Und die paar Sätze, die du gesagt hast, reichen da auch nicht aus. Aber ich nehme es ja ernst, wenn du sagst, und das hast du gerade gesagt, mit den Drogen gibt es immer wieder Probleme, wenn mein Freund da ist. Ich ziehe mit rein, er zieht mich mit rein. Ne? Hast du so gesagt? Ja. So, der Satz reicht für mich schon aus, um zu sagen, du musst auf Distanz von dem Vater deines Kindes, so traurig das im Moment auch ist. Aber das musst du für dich tun, das musst du für ihn tun und vor allen Dingen müsst ihr es für das Kind tun. Verdammt nochmal, ihr habt ein Kind. Ich finde, das sollte
Ich habe kein Kind, aber ich denke mir immer, dass das die größte Motivation ist, irgendetwas zu tun, wenn man es selbst schon nicht für sich selbst schafft, aber es für das Kind zu tun, um dem Kind eine ordentliche, vernünftige Zukunft anbieten zu können, dass man selbst sauber ist, stabil ist, dass man gesund ist, dass man drogenfrei ist. Dafür müsstet ihr es tun. Und vielleicht schafft ihr irgendwann einen Weg zu finden, wo ihr wieder zusammenkommt. Aber im Moment geht es offensichtlich nicht. Wenn er jetzt rauskommt im November. Er geht dann im November erst in Therapie. Das heißt, er geht also, dann... Also das heißt, er ist ungefähr jetzt 8 Monate weg noch. Ja. Wie oft habt ihr Kontakt? Besuchst du ihn oder kann man da telefonieren, wo er ist? Oder? Ich darf ihn besuchen, 2-mal im Monat. Mhm. Ist er denn in dem Knast drogenfrei? Soweit ich weiß, ja. Wobei, sicher ist das nicht, ne? Ich meine, in jedem Knast kann man sich was besorgen, von daher. Mhm. Aber ich, also so meine ich eigentlich schon, dass er da nicht nimmt. Mhm. Also Nadine, ich finde, dass du mit dir anfangen musst, etwas zu unternehmen und zu verändern. Das finde ich, so wie ich es dir gerade gesagt habe, ist meine ganz dicke Überzeugung. Mhm. Wenn wir dir jetzt noch ein bisschen helfen können mit ein paar Tipps, machen wir das gerne. Aber ich glaube, du musst da selbst auch richtig recherchieren und dich drum kümmern. Das ist auch schon ein Teil, glaube ich, der Therapie, dass man sich selbst richtig drum kümmert, um auch so für sich zu sagen, ich will das. Aber dennoch gebe ich dir gerne noch ein paar Informationen, die wir haben, an die Hand. Und dann kannst du ja entscheiden, wie du dich verhältst. Mhm. Machen wir es so? Ja, gerne. Dann legst du auf und der Peter ruft dich gleich an und dann könnt ihr weitersprechen. Okay, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Auch. Tschüss. So, Freunde, nochmal unsere Anschrift bezüglich des Themas. Nächste Woche Wunschthema. Ihr bestimmt, was wir nächste Woche Mittwoch hier besprechen. Eine Themensendung. Und ihr könnt abstimmen bei www.nachtlager.de. Heute in der Technik war Gundel Blendin. Morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sage bis morgen. Tschüss. Vom Hessischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Mexiko-Stadt. UNO-Generalsekretär Annan hat an Russland appelliert, bei der Terrorbekämpfung.